Hilfe! Hilfe! Oh! Boah, da hat es blöd geladen gerade. Gerade hatte ich es. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge DayZ. Ja, neuer Tag, neues Glück und. Ja, Tomatensamen. Oh. Mein Ton ein bisschen lauter machen, sonst hört der taube Hans hier nichts. Dann sehe ich gerade, wir könnten ja mal was essen. Ja, wir haben mehr als genug. Wir können wirklich mal getrost hier mal was verknusen. Und zwar dieses Säckchen tue ich hier mal weg. So, tue ich mal dahin. Dosenöffner. Wo war denn der? Hier. Da essen wir hier mal schön was. Unsere Mission, wisst ihr ja, wir gehen jetzt weiter in die Richtung, suchen restliche Materialien und kommen dann hierher und wollen dann hier was bauen. So ist der eigentliche Plan. Na? Ja. Das ist der eigentliche Plan. Ja, Punkt. Lecker Schmecker. Wie Gollum. Mein Schatz, lecker Schmecker, lecker. Bescheuert. Weiß jetzt auch nicht, wie ich jetzt auf Gollum gekommen bin. Gut, wir leben noch. Uns geht's gut. Bis hier ist auch noch da. Die Richtung ist. Ja, Kompass auf. So also pur Norden da. Wir folgen aber den Schienen. Weil da weiß ich, da kommt dann bald eine schöne Stadt, wo auch ein schönes Krankenhaus ist. Und. Ah, gefährlich! Kleiner Nachteil bei dieser Immobilie. Hier kann man überall runterfallen und sterben. Waffenpflegeset. Ich glaube, das kann man doch nur anwenden auf Waffen, die. Ja. Wartung von Schusswaffen. Wir nehmen sie mal mit. Aber mir war es so, dass man die nur auf, wie heißt es? Na, auf abgenutzt machen kann. Wir nehmen es mal mit. Falls wir eine kaputte Waffe finden, können wir dann die wieder flott machen. Ich glaube, dass es so war. Hundertprozentig sicher bin ich mich jetzt auch nicht. Dafür nutze ich die Sache zu selten. Die Pflegedinger. Oder allgemein, Waffen reparieren tue ich seltener. Aber naja. Halbautomatik gleich Vollautomatik. Nicht, dass ich in meinen geistigen Zustand hier wieder alles in die Hunde gehen lasse. Oh, lala, gefährlich. Kleiner Tipp, lauft nicht auf Baumstämmen, wenn ihr runterrennt. Aua. Ich bin da, das erinnert mich auch schon mal an was. Da war mal ein Baumstamm zu quer gelegen. Ich dachte, na, renne ich halt mal drüber. Daisy. Und dann war ich platt, ne? Kann schnell passieren. Weil so ein Hubbel, na, da kann er halt doch viel ausmachen in der Daisy Physik, will ich mal sagen. Gut, und wir folgen jetzt hier den Schienen. Oh, ich habe wirklich ein bisschen Angst mit unserer Infektion. Und ja, ich denke, ich kann es mir wirklich extrem cool vorstellen, da was hinzubauen. In den Reihen. Besser gesagt, was war das? Nichts. Mal da rein. Das war eine schöne Basis. Klar, es ist etwas auffälliger, ja. Aber es wäre trotzdem irgendwie cool. Einfach nur just for fun mal, ne? Aber klar, wir müssen jetzt erstmal einen Hackebeil noch finden und eine Schaufel. Und natürlich noch mehr Nägel, Holzbretter und ja, und. Es gibt genug und, was wir noch finden müssen. Ja, es gibt genug und. Und ja, Schienen folgen und dann wird das, denke ich schon. Durstig sind wir ein bisschen. Wir haben auch nicht mehr zu trinken, wie ich das jetzt so weit sehe. Welche Munition brauchen wir eigentlich da nochmal? Ich glaube, das war Nadelkiste. Mehr nicht. Ah nee, das war 54er. Was brauchen wir da nochmal? Ja, 39er hinten. Okay. Da müssen wir nochmal schauen, dass wir 39er irgendwo finden. Ich hätte gedacht, wir hätten nochmal zwischendurch Munition gefunden. APC ja mal höchstens hier nur. Kann ich ja mal
Ja, ich kombiniere den Kompass mit Patronenkugeln. Normalste auf der Welt. Wirklich das Normalste auf der Welt. 25 Kugeln. Gab das Rascheln war von uns? Ja, ich glaube, das Rascheln war von uns. Zombies. Spieler sie jetzt nicht vielleicht durchs Wasser gehen, dann sind wir wieder nass. Ah, ärgerlich. Ärgerlich, 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 aber naja. Was müssen wir machen? Immer nach vorne schauen. Türchen zumachen. Nichts, nichts, nichts. Ich glaube, hier war noch keiner. Kräutertintur. Nützt die uns jetzt was? Weil da habe ich ja letztens schon was gesagt. Ja, die haben wir, glaube ich, weggeschmissen mal. Kratzerwunden und andere Dinge haben wir aber nicht. Kann nur desinfizieren. Desinfizieren wir trotzdem mal hier mal alle. Ja, vielleicht geht das. Oder wir sterben jetzt. Aber es sind ja Kräuter, also. Normalerweise. Sollte doch funktionieren. Kräutertinktur sollte doch funktionieren. Von innen heraus desinfiziert worden. Hier vielleicht was. Auch leer. Leer. Komm hier mal kurz hoch. Hier eine Hose. Eine Cola. Gern gesehen. Und ein Seil. Oh. Ja, genau. Alla. Junge. So. Was ist sowas? Ein Dosenblock. Macht sowas bitte niemals nach. Gut, trinken wir gleich mal. Dicker Schmecker und Seile hätten wir auch noch gebraucht. Wunderbar, dass wir jetzt eins gefunden haben. Gehen wir dahin. So. Aber manchmal kommen die schon. Na, einfach gerannt. Skimaske brauchen wir nicht. Wir haben eine schöne Gasomaske. Oh doch, der geht auch. Ist das hier? Nichts. Gar nichts. Schon offen. Ich glaube, hier war nur ein Zombie. Gummistiefel. Unsere sind doch noch ganz, oder? Ja, brauchen wir gar nicht schauen. Lachs brauchen wir nicht. Das war laut. War mir klar. So, ins Gesicht. Oh, ist auch gut. Brauchen wir ja Wasser. Und da schätze mal, wird auch nicht sein. Nee, Daunenjacke. Schön für den Winter, aber brauchen wir jetzt zumindest nicht. Ja, Gas brauchen wir auch nicht. Hose brauchen wir nicht. Okay. Im AF. Nee, haben wir ja nicht. Haben wir ja nicht. Wir haben ja außerdem schon. Was klappert denn da? Das sind die Container, was eben klappert. Okay, da darf ich nicht rein. Und darf ich da nicht rein? Ich kann noch reinschauen. Verarsche!
Hallo? Okay, da hat das Spiel jetzt gerade wieder Hackmeck gemacht. Bagger, bagger, fahrt! Ja, ja, die guten alten Fahrtbagger, die kennt jeder. Reifenreparaturset. Ah, ist ja schön, mal sowas zu benutzen. Fahrtbagger. Solche Sachen braucht man auch, wenn man seine Sachen aufbessert auf Metall. Da liegt eine Pistole, eine CR. Beschädigt brauchen wir nicht. Ah, hat sie jetzt hier nicht so ganz gelohnt. Hätte ich jetzt mehr gehofft hier. Was ist das? Strickmütze, Wandererschuhe brauchen wir nicht. Schade. Wirklich schade, ungefährlich, was ich hier wieder mache, aber das ist ja egal. Ich hoffe mal, dass wir jetzt Glück haben werden. Okay, wir sind auch eigentlich mitten in der Pampa. Also ist die Wahrscheinlichkeit schon geringer, als wenn ich jetzt hier in der freien Fläche in der Stadt rumrenne. Na? Schön weiter die Schienen folgen. Dann kommen wir schon irgendwann ans Ziel. Hoffe ich doch mal. Da dieser hyperrealistische Fluss. Boah, sieht der realistisch aus. Hei, 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 hei. Ah, ja, ja. Ah, das Spiel könnte man wirklich fast in The Forest umbenennen. So viel wie man im Wald rumläuft. Den wirklich nur noch die Eingeborenen. Okay, das hat man ja schon fast in Form der Zombies. Dann haben wir gleich The Forest. Ich bin wirklich am überlegen, wie wir am besten... Da wird es doch hoffentlich irgendwas geben. Krankheitstechnisch. Also, na, wir sind ja infiziert, dann muss es ja dann, denke ich mal, irgendwas geben. Dass wir uns irgendwie was reinpfeifen können. Vielleicht Antibiotika oder sowas. Aber ich sehe auch nicht an unserem Gesundheitszustand, dass ich da irgendwie was... verändert, ne? Wie gesagt, da bin ich jetzt Neuling wirklich, weil ich war noch nie infiziert, würde ich mal sagen. Du bist infiziert. Mann. Ja, ja. Noch nie hier in Daisy infiziert. Oder kommt die Schienen? Das heißt, da vorne müsste gleich unsere Stadt kommen. Ja. Also da bin ich mir jetzt wirklich dann nicht sicher. Ivo, was, ne? Ah ja, eine Feldflasche wäre auch schön. Weil trinkensmäßig sind wir eigentlich recht leer. Da ist die Stadt. Da ist die gefährliche Stadt, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Was war da? Was war da? Was war da? Trinken wir uns jetzt mal voll. Oh ja, geil. Sehr realistisch, hoi. So, Plastikflasche weg. Rein in die Stadt. Ja, erstmal trinken finden, beziehungsweise Brunnen, dass wir unsere zwei Flaschen gleich wieder voll machen. Ich habe jetzt hier keinen Bock, irgendwie zu ertrinken. Genau, wir ertrinken in der Luft. So macht man das. So macht man das. Luft ertrinken. Ich werde immer besser und besser und besser. Und ich laufe schon wieder übers Feld. Das ist wirklich schön. Player 47 kickt auf. Okay, der Server ist wirklich gut gefüllt. Das ist nicht so toll. Ich würde sagen, dass wir gleich bei dem Haus hier anfangen und dann langsam uns nach vorne arbeiten. Ah. Eieiei. Könnt ihr euch erinnern, was da los war? Da
daher dieses schöne Aufeinandertreffen eines anderen Spielers, der uns gleich unter Feuer genommen hat. Das war kritisch. Da ist ja bei mir dann auch das Spiel abgestürzt. Ach, in einer dummen Situation. Ich hatte den gehabt und dann... Ich habe den kritisch getroffen. Er hat mich auch recht gut getroffen, aber naja. Bisschen vielleicht geschützter laufen. 1000 Jahre war ich hier nicht mehr. Vielleicht könnte sich auch die Hammer hatten wir schon, oder? Ja. Die Infektion, was wir hier hatten, haben, besser gesagt, vielleicht wirkt sich die ja auf die Ausdauer aus. Das kann ja auch vielleicht sein. Da bin ich jetzt nicht sicher. Wie gesagt, zum ersten Mal hier infiziert. Vorher noch nie. Ah ja, Gas, genau. Okay, hier sage ich ja wenigstens okay, Gas, ne? Gott, ist das gefährlich. Einfach blind über die Straße rennen, das Bergsteiger-Rucksack. Nicht schlecht. Ja, ganz. Demoliert. Okay, dann brauchen wir die nicht. Denke ich mal. Denke ich jetzt mal. Vorne müsste es, glaube ich, zu dumm, Türen aufzumachen. Werde ich es noch einmal hier lernen? Wahrscheinlich nicht. Gedacht, hier wären Brunnen gewesen. War denn der? Muss ich mal kurz hier überlegen. Bump. Happy. Alter. Alter, hier ist ja alles. Eine Batterie können wir mal mitnehmen. Den 50er können wir auch mal mitnehmen. Stehe am Fenster. Toll, wenn jetzt einer schießt. Na? Sagt ihr vielen Dank. Okay. Hallo? Ich darf das nicht da oben hinlegen. Merkwürdig. Batterien lege ich auch mal dahin. Da ist die Tür offen. Ich glaube, ja, da vorne ist ja das Gedächtnishaus. Da vorne muss doch hier irgendwo der Brunnen sein. Polizeigebäude hier. Ah, das war das Polizeigebäude. Ah. Eine Cola, gut. Ein Anfang. Cola können wir immer gebrauchen. Ah, ja. Alter, ist ja schon wieder lange her, das. Da üben gerade ein anderer vorbeigelaufen. Hey, da ist jemand, hä? Willst du mich joken? Nein, wollte ich nicht. Ah, ja, das. Aber das war immer noch. Dass mich der gesehen hat, dass da oben stand. Das war mehr als merkwürdig da am Brunnen. Packe ich die alte Lady mal weg. Komm, hör! Ins Gesicht, ins Gesicht. Ja, ich stehe gerade deckungslos und das ist mir jetzt Wurst. Wir brauchen jetzt was zu trinken. Auffüllen. Machen wir hier voll. Rein, das ist, wie gesagt, mir jetzt kurze Wurst. Aber ich kann das jetzt auch nicht weiter decken. Ich habe jetzt nur mal kurz rumgeschaut. Gut, dann trinke ich hier gleich mal noch voll. Vielleicht ein bisschen ins Gebüsch einstellen. Ah ja. Huh. Nein. Schnell ins Gebäude. Schon wieder eine Oma. Hallo? Hallo? Alter, manchmal reagiert meine hier Taste nicht. Ich hätte aber nicht viel ausgehalten. Dann hämmer ich auf die Taste und der Harry macht nichts.
Aber hier war auch offenbar schon jemand. Blöd. Gerade ging mir die Düse, dass das so ein Spieler wäre, weil der sehr langsam gelaufen ist. Oh. Junge. Boah, da habe ich jetzt gerade mal einen halben Herzinfarkt bekommen. Puh. Noch eine Flasche. Die nehme ich immer mit auf jeden Fall. Und ich denke, das war's dann auch soweit von dieser wunderschönen Folge DayZ. Außen ist schon wieder die Hölle los. Heute bleiben wir mal kurz hier stehen. Für diese Folge besser gesagt. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.